Erstmal paranoid. Ich mach den nicht paranoid. Ich sag ihm die Wahrheit. Hey. Wenn du vor einer wirklichen Gefahr fliehst, ist das nicht paranoid, okay? Oh. Ey, ob wir das schaffen, zu dem hinzurennen und dem einen zu ballern, Alter? Wo war der? Ich hatte nur so ein Bolt-Action-Ding. Aber wo war der? Wo ist der? Ich hab den halt noch. Ich hab den halt nicht gesehen. Wo ist denn der Typ? Ja! Ich hab ihn! Fuck you! Get fucked, Alter. Ich nehme auch sein Blut mit. Antibiotika nehme ich auch mit. Medical Bag hat 100 Slots einfach. 100, ne? Der hockt einfach in diesem scheiß Busch rum. Was ne Sau. Aber was hatte der für Muni? Also wo ist seine Muni? Ist das die einzige Muni, die der hatte? Der hat ja sonst gar keine mehr. Hello, it's me. Oh, das ist der gar nicht. Hiermit hat der bestimmt geschossen, oder? Das ist sein Mate. I got your gun. It's nice. Thank you. Was nimmt die für Muni? Chemosin-Muni? Ah. Jetzt habe ich aber, glaube ich, keine Muni mehr, oder? Habe ich noch Muni? Ich glaube, ich hatte nur 2 Schuss, ne? Ich will halt nicht gegen den fighten, weil der mich eventuell mit seinem Messer doch besiegt, so. Messer ist ja doch gar nicht so ohne, ne? Hä? Der schenkt fest, der Typ. Was ist das denn? Seht ihr das? Ist dein Spiel abgestürzt oder meins? Oh. What the fuck? Ich glaube, sein Spiel ist abgestürzt von dem Dude. So eine Dudu-Mail mit den Fingern. Ja, ja. Aber das war meine einzige bisher. Und da passiert ja dann auch nichts. Alter, alles sind so Buschcamper. Gönn ich mir. Walter-Gewehr. Fünf Schuss habe ich. LOL, was ist das? Ah, der wird vom Zombie getötet. Sieht so aus, als wäre der sehr schwer verwundet, der Typ, ne? Leider habe ich nur diese Pistole jetzt. Man muss damit wieder die ganze Zeit auf Entfernung machen. Ich kann an den ranrennen.
Bestimmt Combat Lock der. Ja, ich glaube, der ist ausgelockt, oder? Der war doch hinter dem, oder ist der ohnmächtig geworden? Ja, der ist ohnmächtig geworden. Nice. Nice. He dead. Ach, das ist ein Spieler, das ist gar kein Zombie. LOL. Ich dachte, das wäre auch ein Zombie. Na gut, schon mal low. Killer sind wir. Killer. Moin Leute, yo, ihr seht richtig, ich bin wieder da und ihr wundert euch wahrscheinlich auch, warum ich hier so ein kleines Intro-Video mache. Das hängt damit zusammen, dass sich das Format ein bisschen geändert hat und weil ich so lange überhaupt auch gar nicht mehr was hochgeladen habe, wollte ich das einfach nur mal ein bisschen erklären, was das hier überhaupt ist. Was ihr jetzt gleich seht, ist DayZ. Nach den ganzen Jahren mal wieder habe ich on-stream auf Twitch mit Namalsk mal wieder angefangen, weil ich einfach mal reingucken wollte, wie ist das so, macht das Spaß und pipapo. War auch ganz lustig bisher, denke ich mal, werde ich auch noch ein bisschen öfter mal streamen und habe ich auch in den letzten Wochen ein paar Mal mehr gestreamt. Und dachte mir, da ich das eh aufgenommen habe, lädst du dann einfach mal auf YouTube hoch. Das hat natürlich so ein paar Probleme, sag ich mal, weil das von Twitch übertragen ist. Ich habe es leider nicht extra aufgenommen, wie ich das sonst normalerweise mache. Man weiß ja natürlich, sonst hat das viel bessere Qualität. Dadurch, dass ich das von Twitch hochlade, ist die Qualität von DayZ besonders jetzt nicht so, wie es von früher vielleicht gewohnt ist. Oder wie ihr es gewohnt seid. Das ist bei anderen Spielen nicht so, wie zum Beispiel Raft habe ich auch aufgenommen, werde ich vielleicht auch nochmal auf YouTube hochladen, also vielleicht generell auch andere Projekte, die ich mal streamen, werde ich auf YouTube hochladen. Bei den meisten Projekten ist das nicht so schlimm, aber dadurch, dass in DayZ viel Bewegung ist und die Gräser und viel Textur irgendwie encodiert werden muss, sieht das Ganze natürlich nicht so schön aus. Nichtsdestotrotz sind teilweise wirklich witzige Sachen passiert. Wir hatten auch einige coole Kämpfe wieder. Und ich dachte mir, ich lade das Ganze jetzt mal hoch. Wenn es euch gefällt, dann schreibt das ruhig, ne? Drückt den Daumen. Wenn es euch nicht gefällt, gebt mir auch einen Daumen runter. So ist das Leben. Auf jeden Fall wollte ich nur mal so ein bisschen erklären, weshalb ich das Ganze hier wieder mache. Und falls ihr euch wundert, nach der ganzen Zeit hier, wie in der keine Videos kamen, werde ich jetzt eventuell mal wieder ein bisschen öfter DayZ Streams hochladen. Relativ uncut, muss ich dazu sagen. Nicht 100% uncut. So ein paar Sachen schneide ich eventuell schon mal raus, aber nicht so viel, nicht wenig. Das bedeutet, man sieht mich auch viel laufen. Teilweise ein bisschen mit dem Chat reden. Es passiert vielleicht auch ab und zu mal nichts. Es ist so gesehen einfach ein Stream. Wie er kommt, wie es so ist. Ne? Also sozusagen ein eher realistischeres Video, wie man so DayZ spielt und was passiert. Und wisst ihr Bescheid, bedeutet das, dass ich wieder öfter DayZ-Videos mache. Nicht so wie früher, aber so ein paar DayZ-Streams werde ich, wie gesagt, wieder hochladen und vielleicht ein paar andere Games und Projekte auch, denn die Aufnahmen sind, wie gesagt, bereits erledigt. Und ich dachte mir, hey, warum soll ich das nicht machen? Ich habe ja die Tage eine Umfrage auf YouTube gemacht und da haben sich ja ein paar Leute dafür ausgesprochen, dass ich die Streams wieder hochlade. Und die Leute, die mir auf Twitch folgen, die wissen das ja eh, dass ich davon gesprochen habe, auch schon in den letzten Monaten sogar, mal wieder was hochzuladen. Wisst ihr Bescheid? Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Videos. DayZ Namalsk ab jetzt. Hey man, you hear this? Yeah, what is this? The sound, do you hear it? Yeah, what is this? We need to hide. Why? What is this? You will hear, man, it's fucked up. Oh, dude, what happens with our vision? Do you see those stars too? You will hear voices, you will hear steps. If you're outside, you will die. Really? Dude, what is this? It's fucked up, man. You need to wait it out.
Let's keep warm near my flare. Oh mein Gott, die Cola. Ne, warte mal, die Cola ist nur freezing. Die ist nicht frozen. Die kann ich trinken. Wird mir nur kalt, oder? Ey, freezing Cola ist doch geil. Have some firewood. I put something into the other oven in the other building. The wooden house. Oh, don't worry. Ey, ich glaube, da passiert echt was. Ich habe ja auch wirklich so Störsignal irgendwie bekommen in meiner Sicht. Dude, what happens if you go close to that sound? If you're outside, you will die. Okay, I never heard this. This is my first time on the mask. Yeah, it's new on the mask. It's new on the mask. Oh shit. Does it come close now or are we safe in here? You will hear little girls laughing and oh my god, little girls, eerie little girls. Music. Okay. It's always little girls, man, it's fucked up. Yeah. Fuck little girls. Oh no, not like this shit, no. I mean, just... yeah, I get you, man. Ey, wer ihr klippt das? Wie mache ich das jetzt heiß? Wie mache ich das jetzt heiß, Leute? Hier einfach drin? Na guck mal, wir haben das ein bisschen warm gemacht. Jetzt kann ich es essen, ne? Ah ja, nice. I found some tuna. But it's just a bit... Don't worry, I'm full. I was just about to go to my dead body. I died at the bottom of the map, but now I can't because you need to be inside for this to pass. Okay. Oh, I hear something. Oh, you're right. I hear little girls. Shit. It's fucked up, man. It's fucked up. Alter, was, warum there hört man das? New zombies here. Bloodsuckers or something like that. Oh my god. What is happening here? Little girls and bloodsuckers. So, how do you die if you stay outside? What happens? Your screen will get red. Even inside, your screen will get red, but outside you just take damage. Ah, okay. But it's slow. Can't you outrun it? Like... I'm not sure, man. I wasn't risking. I didn't risk it. I just went inside. My friend saw some streamers play yesterday and they got killed inside houses, but they fixed that now, so you don't take damage inside house now. Okay. Oh man, it's creepy. Hey, it's auf jeden Fall paranormal nice hier. To the game. It's pretty interesting. Da habt ihr gehört? Die lachen. I hear zombies too. Are there zombies here or is this... Not no, the zombies stay. I don't know what's real anymore. Neither do I, man. That's nice. Friendly, eh? I hear dead people, man. I see dead people. Ich kann wieder draus. Man hört halt wirklich flüstern, Alter. Ich bleib jetzt in der Nähe vom Feuer.
Ist nämlich kalt. So, how long have you been playing on this server? First time today. 1 hour. Oh. I've been on this server for about, I don't know, 8 hours now. Whole day. Okay. But I just died like 10 minutes ago. Yeah, I died too a few minutes ago because I starved. It's pretty hardcore, yeah. Even your food freezes. Yeah, I noticed. You can either put it in the furnace for like 1 second or put it close. Like, yeah, yeah, that's what I did. Where this flare is and it will... Yeah, yeah, yeah. Backstep den Typ mal, auf keinen Fall, Alter. Auf keinen Fall, das meine ich. Hört ihr? Dann hätte er echt zu flüstern, ey. How long does it last? Yeah. 5 to 10 minutes, I think. It's good to know. Nice that you told me. Yeah, but only at night, and not always. It's very random. So does everyone on this map has it, or do you have to be on this yes. area? My friends are on the south side of this map and they have it. They literally couldn't find a building to hide, so they just went in a wagon or a train. I don't know how they're doing it. Geh mal kurz raus. Nee, ich will kein Damage kriegen. Stell dir mal vor, du hörst die ganze Zeit irgendwelche Geister flüstern. Gehst du dann raus? Nein. Das ist kein Horror, das ist kein Horrorfilm, wo wir alle scheiß Entscheidungen treffen. Lass mal aufteilen und diesen ominösen Sound jeder alleine untersuchen. Nein, sowas machen wir nicht. Wir bleiben zusammen, wir bleiben im Licht. Wenn man in der Nähe von so einem Spielplatz wäre, wäre das nochmal extra creepy. Dann hörst du noch so Wippen und so. Yep, this is it. Yeah. It's getting louder and louder. Mm-hmm. Do you also see things? Like... Do you see? I'm not sure, man. I'm reading chat. This is my first. Schön toll. Endlich mal wieder Desi-Bank-Fest. Holy shit! Ich warte gerade. Alter, gerade wo ich gucken gehe, Alter. Holy fuck, was ist das? Alter, ich hätte ohne den gar nicht gewusst, was hier abgeht, Alter. Gar nicht. Schön toll. Dude, if something happens, it was nice meeting you. Holy fuck. Dude, can you hear me? My screen just turned black. Hello? Oh, oh, hört er uns nicht? Das ist insane, Alter. Man muss dazu sagen, das ist gemoddet, ja? Das haben nicht die offiziellen Entwickler reingebracht. Holy shit. What the fuck was that? Dude, did you just touch me while we were out? No, man, I was doing the keybinds on Discord right now. I was Dude, watching. I swear I could feel hands on my thighs just now. it was the creepy crawlies, man, not me, I swear. Okay, so is it over now? I think so, man. Okay, man. It was nice meeting you.
Ja, you too, man. See you, man. See you. I'm just gonna run somewhere. Good luck, bro. Yeah, have fun. Yeah. Nice. Ey, das war ja mal cool, Alter. Das war nice. Das war richtig nice. Ey, keine Ahnung, was da passiert ist. Irgendwas Paranormales. Hier gibt es anscheinend paranormale Events auf einer mal ab und zu mal nachts. Das könnte vielleicht praktisch werden, oder? Kann ich hier durch? Oh, nice. Chat, seid ehrlich, das wusstet ihr auch nicht, dass das geht. Oh, was ist denn hier? Bitte sag mir, dass du was für mich hast. Fuck, hier kommt ganz schön viel rein jetzt. Kann ich das schließen? Bitte sag mir, ich komme noch an sein Loot ran. Scheiße. Ich will an dieses Loot ran. Ich will an dieses Loot. Darauf kloppe ich jetzt. Ist mir egal, ob ich hier Leben noch verliere. Ich will an dieses Loot. Fuck, wie viel er kommt. Jetzt lass mich doch mal hier einmal in Ruhe gucken. Sporter, dafür habe ich Muni, aber dann kann ich trotzdem nur chambern, aber egal. Gib mir diese Schuhe hier. Was ist denn das alles eigentlich? CR Glock. So ein UMP-Ding. Noch ein neues Seedpack. Thunfisch. Boah, was schmeiß ich denn raus? Was schmeiß ich denn raus dafür? Facco Mio. Kann man nicht entscheiden, Chat. Glock will ich mitnehmen. I am lost in the black. Zyger Rubber! Nice. I am lost in the black chamber. Theoretisch kann ich das in eins doch übertragen, ne? Aber das machen wir erstmal so. Lassen wir so. There's no way to turn it back. Leider ist das alles frozen. Alles frozen Joghurt. Die Wasserflasche will ich aber auch mitnehmen. Frozen Ice. Fuck, oh mio, ich habe keinen Platz, Alter. Ja, aber ich will ein Magazin behalten, auf jeden Fall. Weil ohne Magazin sind die meisten Waffen dann ja auch scheiße. Aber warte mal, erstmal lade ich meine Shotgun nach. Auch wenn das nur Rubber Bullets sind. Können diese Rubber Slugs denn auch Menschen töten? Oder habe ich jetzt einfach irgendwas bei mir, was voll scheiße ist? Damit kannst du die nur, wenn du Glück hast, ein wenig betäuben. Ich werde auch die Sporttimer chambern. Ohnmächtig schießen ging mal. Oh, toll, ey. Wahrscheinlich wird die Scheiße nicht funktionieren. Also ich meine, es reicht, wenn ich ein Mac erstmal mit habe. Denn leider kann ich mir nicht so einen Luxus erlauben mit mehr Sachen direkt. Da haben wir mal CR-Muni drin. Ach komm, Makarov hau ich weg, ey. Das Epoxy-Scheiß, den hau ich auch weg. Das mache ich mir auch nochmal an, einfach. Das geht nirgendwo drauf. Früher ging das nicht, aber mal testen. Wer weiß, was mittlerweile so alles der Fall ist, ne? Können wir auf jeden Fall nochmal notfalls Essen mitnehmen. Nur ein Zombie. Die Wasserflasche, glaube ich, ist auch eine ganz gute Idee. Von was könnte ich mich denn trennen? Ich glaube, Naked behalte ich auch noch.
Einfach weil man ja eventuell Sachen. Brauche ich das PU-Scope? Toll, was meint ihr, Chat? Toll, super toll! Schön toll. Resi. Soll ich lieber essen oder trinken noch mitnehmen? Hey Gugus, danke mein Freund für die 66. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Die Musik ist auch schön. Diese Axt ist halt so groß, ne? Ich wünschte, ich könnte die auf den Rücken packen oder so. Nehmt so viele Slots weg. Aber ich brauche eine Axt hier. Das Messer würde ich zum Öffnen gern behalten. Aber mit dem Messer kann ich doch auch Bäume fällen, ne? Ich kann jetzt noch nicht essen. Das ist alles eingefroren. Das muss ich erstmal. Muss ich erstmal ein Feuer machen. Aber ich kann doch auch mit dem Messer alles machen, ne? Ich brauche die Axt doch dann theoretisch nicht mehr. Oh! Das ist alles 9 Mil. Die will ich aber mitnehmen. Wie finden wir ACP? Doch, die will ich aber mitnehmen. Ja, stimmt, da ist ein UMP-Mac. Oh. Oh. Oh yeah. Boah, das wird unsere beste Waffe, die wir bisher haben. Das ist einfach unsere beste Waffe hier. It takes me down forevermore. Mann, wieso muss man das so andersrum machen? Hätte ich da auch einfach R drücken können? Nice. Hey, Daisy Survivor, moin. Sauber, Alter. Das ist unsere beste Waffe. Tue ich mal auf die 2. Sporter ist ja mehr so eine Fun-Waffe, wenn man mal ehrlich ist. Neusch! Das finde ich ganz toll, Chat. Das finde ich wirklich ganz toll. Oh. Shit. Get down! Get the fuck down! Ah, ist das schön. Da hab ich, glaube ich, gar nicht gehört. Kann das sein? Zumindest hat er einfach gar nicht reagiert. Moment, das ist aber ein anderes Airfield, an dem ich war. Hier ist ja sogar Loot. Oh, hier ist ein Helicrash. Ist das ein lootbarer Helicrash oder ist der immer da? Ey, Moment, was ist das denn auf einmal für ein Airfield-Chat? Letztes Mal, wo ich hier war, war hier nie was. Was ist das denn? Google. Ja, dann googelt ihr das doch. Dann seht ihr das doch. Ihr wollt das doch sehen, nicht ich. Guckt euch das doch an auf Google. Oh, da liegen Waffen. Geht das? Nice. Wieder Platz gespart. Okay, wir packen mal die Sporter weg. Nehmen die MP5 mit. Die MP5 hat leider keinen Mac. Alter, die haben aber die richtig guten Knarren hier am Start, die Leute, ne? Lecco mio, ey. Ich werde hier sowas von abgeballert gleich.
Was ist das? Kann ich da rein in diesen Bunker? Geh erstmal da rein, da ist vielleicht Loot. So, jetzt sind wir cool, Alter. Coolio! Badly damaged. Ich könnte es aber aufpatchen, ne? Was ist das denn für den Nate? Da ist so ein Smiley drauf. Die Petroljacke. Ne, ich behalte meine Best Insulation. Was ist das? Kann ich nicht nehmen. Aber die Muni hier nehme ich mit. Oh, auch nice. Okay, das Patchen könnte mir jetzt natürlich den Tod bringen, ne? Aber ich mach das mal. Hab Bock auf eine neue, coole Hose. Dann geht auch bestimmt die... Ja, Medium Installation, okay. Ja, dann, ne? Dann nehme ich die, ne? Und wieder haben wir ein bisschen mehr Platz. Mein erster Rucksack! Freunde, mein erster Rucksack! So schön! So schön! Okay, ich hau ab hier, ne? Ich würde sagen, Rucksack ist schon ungefähr das Beste, was wir hier finden konnten. Eine Waffe kriegen wir eh nicht. Nur noch den Tod ab jetzt. Aber ich muss ja auch nochmal reingucken, ob hier coole Loot liegt. Muss man schon mal wissen. Was war das? Starnak-Mech oder was, ne? Ja. 556er zumindest. Oh, was liegt denn da? Sag mal. Ah, jetzt finde ich einen Sporter-Mac. Wie ist das? SDG. Habe ich dafür was? Nee, ne? Geht das in meinen Rucksack? Ah, geil. So, das wäre eine viel dickere Wumme. Ich glaube, davon habe ich mal was gefunden sogar. Ein Mac. Das ist pristine. Sieht voll kaputt aus. Aber weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe davon auf jeden Fall mal einen Mac gehabt. Also nicht jetzt, aber hatte ich mal. Bei World War II bei Hugo Schmeisser. Auch bekannt als MP43 und MP44. Warum denn so verschiedene Namen? Und es ist eine Verbesserung des Maschinenkarabiners 42. Okay. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, aber müssen wir mal schauen, ob wir dafür Muni finden. Mit. What is this? Ghillie Rifle Wrap. Ich meine, lass mal kurz gucken, ob das geht. Schade. Ich frug, moinsen, Hacklo. Oder sag mal, wo ich hier durch kann. Gar keinen Bock, hier länger zu verweilen. Ich würde hier gerne raus.
braucht doch ordentlich was. Okay, ich nehme den NATO-Helm mit. Arktik-Ballistik-Helm. Ja, nehmen wir den Arktik-Ballistik-Helm mit. Wobei, weiß ist einfach immer krass zu sehen, wenn man mal ehrlich ist, ne? Ja, lieber das. Weiß hebt sich voll heftig hervor. Einfach hier. Oh. Oh. Alter, wir werden einfach immer cooler. Geile Hose, ja, ne? Okay, komm, wir gucken mal, was da ist. Ich werde zwar sehr wahrscheinlich sterben, aber wenn man doch schon mal hier ist, warum nicht was angucken? Vielleicht haben wir ja auch Glück und finden was Gutes. Vielleicht sind die Leute ja schon alle weg. Hey, kann man ja... Oh Gott, hier sind so viele Ecken, ne? Ist das eine Scheiße. Hier ist das eine Scheiße durchzulaufen, Alter. Ey, keine Chance, wenn ich hier nachballert an der Ecke. Toll, toll, super toll. Schön toll. Wahn. Da hat sich jetzt so leise angehört, dass ich erst dachte, das wäre eine andere Tür. Wahn? Ey, LeVip, danke für die 11. Moinsen. Moinsen, danke für 11, mein Freund. Ich weiß nicht, warum hat der Wahn gesagt? Ach, guck mal. Powdered Milk, das gibt auch... Das gibt doch... auch Futter. Futter in den Kopf. Geht das auch an meine MP? Schade. Ich nehme das mal mit. Jetzt haben wir ja gerade Platz. Ja, jetzt können wir eigentlich wieder alles mitnehmen, wenn man mal ehrlich ist. Nee, geht leider nicht. Ich Sarok, moinsen. Jojo, ganz chillig. Ich hoffe, ihr auch. Ich streame halt auch die Weihnachtsfeiertage nie. Habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie gemacht. Weil da bin ich dann immer doch gerne so eigentlich unter Menschen, aber auch so generell jetzt, ne? Eine sehr schöne Ruhezeit einfach. Okay, ist einfach mal gar nichts. Gucke ich mir nochmal die Baracken an. Ja. Also ich habe das auch, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich Weihnachten gestreamt habe. Hatte ich auch irgendwie nicht so die Lust zu. Hätte ich zwar machen können, aber... Bisschen schummerig wird einem, ne? Wenn man hier so durchrennt, ey. Huiuiui. Ich war echt ein bisschen Motion Sickness. Die Musik ist so voll schön happy und gleich kriege ich einfach einen Headshot. Aber hier ist einfach gar kein Loot, Mann. Ich sag mal nicht nein, ey. Seine Glock will ich nicht. Jo, mach das, Claude. Ciao, ciao.
Herrlich. Plate Carrier. Wo ist die scheiß Weste hier? Okay. Gleich wird irgendwas Schlimmes passieren, Chat. Ich weiß es. Was hat für geile Messer? Chat, gleich wird irgendwas Schlimmes passieren. Night Vision Helm hatte der oder was? Kann das an meinen Helm gehen? Mann, was habe ich denn jetzt? Okay, wie benutze ich das? N? Ich weiß noch nicht, wie ich das benutze. Hier habe ich leider keine Muni. Hier habe ich ein bisschen Muni. L? Okay. Geht gerade nicht, aber ist egal. Das finden wir schon noch raus. Ich guck mal einmal ganz kurz. Ich habe ja auch Akamuni gefunden. Aber ich glaube, ich hau erstmal ab, Chat. Ich glaube, ich hau erstmal ab. Von hier. Das ist mir nämlich wirklich. Das ist genug Gear. Mehr brauche ich gar nicht. Erstmal weg. Das ist mehr als genug Gear. L halten. Ah, okay. Das ist wirklich mehr als genug Gear. So, wir sind hier. Muss mal gucken, in welche Richtung ich laufe. Dann packe ich das jetzt einfach mal weg hier. Wo ist das Mac? Wo ist das Akamek hin? Hä? Bin ich blind? Ich hau erstmal den Scheiß weg hier. Es ist immer noch in der Waffe. Ich dachte, ich hätte das rausgenommen. Mann. Toll, toll. Super toll. Okay. Ich dachte, ich hätte den Scheiß rausgenommen. Ey. Schön toll. Nee, das is ist es nicht. .556 .45. Wirk, danke für die 17, mein Freund. Vielen Dank für den Support. Danke dir. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Vielen, vielen Dank. So, theoretisch hätte ich jetzt auch sogar ACP-Muni für die UMP. Könnte ich auch benutzen. Müsste ich dann halt sozusagen mich einfach von meiner Pistole verabschieden. Aber kann ich halt. Weil die UMP ist letztendlich ja besser als meine Pistole, ne? Hab ich was gehört? Nee. Ich glaube, ich muss mal erstmal noch ein bisschen weiter weg hier. Das ist ja immer noch sehr nah dran. Glaube ich richtig? Ja. Ich will nach unten. Einfach erstmal nach unten. Ey, was ist denn die letzten Male, als ich an diesem scheiß Airfield war? Da waren gar keine Gebäude. Was war denn da los? Der war einfach leer, oder war das ein... Da war ich doch auch hier. Da war so nur irgendwie so eine Halle und so ein Scheiß. Ja, scheiß auf den Schuss im Lauf jetzt, ey. Da ist mir diese 2 Sekunden nicht wert. Nee, aber ich meine auch auf dem Server, weißt du? Nee, ich habe keinen Helm mehr auf. Ich habe jetzt dieses Night Vision-Ding. Ich glaube, ich hätte das irgendwie an den Helm packen können, aber
Weil das hatte vorne sowas, aber ich wollte da ehrlich gesagt nicht so lange gucken. Ich wollte das nicht noch mehr Zeit dran verlieren. Deswegen einfach weggeschmissen. Findet man schon wieder irgendwann. Früher hat ein paar Helme in der See eh nie wirklich geholfen, ne? Nur so bei Pistolenschüssen oder so. Ah, zumindest früher. Okay, warte. Hab ich noch irgendwie andere ACP-Muni gehabt? Nee, ne? Holy diver, you've been down too long in the midnight sea. Okay. So. Nice. Haben wir zwei gute Waffen jetzt, ne? Kann man sich nicht beklagen. Wir können auch noch mal eben ein bisschen was essen. Warum nicht, wenn wir gerade hier sind? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, da packt mich ein bisschen das Interesse an PvP jetzt, ne? Ich bin krank? Warum bin ich denn jetzt krank? Hör doch auf. Naja, das kann gut sein, Physio. Aber nein, ich meine auch auf dem Server. War vor letztem Mal, als ich noch gestreamt habe, war das noch nicht so voll. Das brauche ich ja wohl nicht mehr. Ich brauche sogar einiges hier nicht mehr. Aber ist jetzt auch egal. Eigentlich brauche ich das hier alles auch nicht mehr. Scheiße, Mann. Warum bin ich jetzt krank? Na, scheiße, ey. Das nervt mich. Jetzt kotze ich alles wieder aus, weil ich mir schön hier besorgt habe. So ein Mist. Warum bin ich krank geworden? Weil es kalt ist? Alter, ich habe gerade gekotzt. Ich habe jemanden eingefangen. Aber warum? Da war alles zu hier. Alles zu. Okay, komm. Lass uns mal gucken. Sollen wir zurück? Granate an die Weste? Ja, diese zwei, wo kann er denn ran? Diese zwei Slot da, ne? Was? Geht er denn? Ah, hier. Oh, guck mal, da ist ja auch noch eine Granate dran. Ah. Witzig, dass die anders aussehen. Boah, was ist denn, wenn mir jetzt einer auf die Granaten schießt? Explodiere ich dann direkt? Lass mal gucken. Vielleicht können wir was abschießen und das wäre schön. Vielleicht kriegen wir einfach aufs Maul. Ach, der Wind. Das ist ein Zombie. Zombie. Ist das eine Mine? Chat? Nee, ne? Alter,
Ich habe voll Angst, da drüber zu gehen. Ey, ich weiß nicht, was das ist, aber ich gehe da nicht drüber. Oh, scheiße. Vielleicht ist er doch nur so von da oben von diesem Elektro-Scheiß, aber ich laufe da nicht drüber. Scheiße, das Messer ist kacke im Nahkampf. Oh, fuck. Oh mein Gott, das Messer ist scheiße. Man sieht halt auch nicht viel, ne? Sehr neblig. Das ist ein Zombie. Man sieht nicht wirklich weit. Moment, ist das dieses Störding, wo ich jetzt in Haus muss, weil ich sonst sterbe? Oder ist das Schnee? Oh, jetzt weiß ich es nicht, was das davon ist. Ich glaube, es ist nur ein Schneesturm. Weiß nicht, da mit den lachenden Kindern jetzt gleich, ne? Wenn man Wasser trinkt. Ah, okay. Vielleicht lag es daran. Ich wollte halt nur testen, ob ich Eis trinken kann. Oh, was ist das denn hier? Man kann doch auch irgendwie mit der Waffe schlagen. Wie war das nochmal? Ach, F. Ist das stark gegen Zombies? Kann ich nicht sogar ein Bajonett hier dran machen? Ja, guck doch. So ist doch geil, Alter. Okay, gerade sieht man wenig wegen des Schneesturms, ne? Sieht halt mehr aus wie so eine komische Störung als Schnee, aber... Ich glaube da irgendwie, vielleicht wird es halt bei dem Schneesturm so super kalt draußen. Kann das sein? Dass man lieber rein sollte? Ja, ich hatte vorhin blaue Temperaturen. Ich glaube, es wird sehr kalt. Ich glaube, wir müssen drinnen verweilen, bis das weg ist. Kann schon mal ein bisschen trainieren hier. Oh, das nimmt ganz schön Ausdauer weg. Kann man gar nicht die ganze Zeit machen, dieses Schlagen. Kann ich zweimal nur machen. Dann ist mein Ausdauer weg. Ja. Krass. Boah, die M101. Die gab es doch damals in der Daisy Mod. Oh, die war geil. Die hatte einen richtig krassen Sound in der Mod. Als ich die das erste Mal gehört habe, das war irgendwann, da war ich auf einem Server. Irgendwie in der Nähe von Elektro und es war Nacht. Und da war irgendeiner im Wald und hat mit der M101 gesnipert. Und das war so ein krasser Sound. Und ich wollte mich an den Rand schleichen, weil ich mir die Waffe holen wollte. Und ich bin halt immer näher gekommen. Und jetzt war so ein richtiges Donnern. Richtig Angst bekommen. Dann habe ich den Typen getötet, habe mir seine Waffe gekrallt. Und das war so am Anfang von Daisy noch, wo so alles so voll aufregend war. Da habe ich seine Waffe gekriegt, bin dann erstmal weggelaufen, so 3 Minuten und ausgelockt, weil ich so hibbelig war, dass ich nicht weiter zocken konnte. Weil ich auf einmal so eine krasse Sniper hatte und die noch nie hatte vorher. Was ganz am Anfang, so in den ersten Tagen. Muss ich erstmal ausmachen danach, Daisy. So habe ich einen Tag lang nicht mehr gespielt, weil ich so hibbelig war. Dasselbe ist mir mal mit einem GPS. Da bin ich durch so einen Wald gegangen, da war da so Zelte, da war ein GPS drin. Als ich das gefunden habe, bin ich auch erstmal ausgelockt und da Pause gemacht. Toll, toll, super toll. Weil das so ein cooles Item war, was ich noch nie hatte. Schön toll. Dann traut man sich erstmal so gar nicht, weil man das gar nicht sofort verlieren will. Aber wenn man damit nicht zockt, hat man da auch nichts von. Aber ey, Olivenöl, danke für die 12. Lass mal meinen Prime Sub da. Ja, danke dir. Danke. Ja, Prime Sub geben ist sowieso immer gut, weil dann wird Jeff Bezos nicht so reich. Der ist schon reich genug. Wenn ihr nicht mit Prime subbt, hier natürlich nur, dann sind das 5 Dollar mehr für Jeff Bezos. Das wollen wir ja alle nicht, ne? Also, lieber einen armen kleinen Streamer unterstützen. Ist doch klar. Die allerersten Fights immer geschwitzt, ja, war den Daisy immer.
War voll aufregend früher. War so krass. Ich meine, ich erzähle die Geschichte fast immer, aber ihr wisst ja noch, dass ich in einem Frankie on PC Video bin. Aber da hieß ich noch nicht Vanguard. Aber mein Kollege, der immer Boo hieß, hieß da schon Boo. Der hat uns aber getötet. Der hatte so eine L85 mit Thermalvisier. Super toll. Oh, smart. Aber es war irgendwie cool, in so einem schön Video zu sein, toll, weil man die Videos ja mal geguckt hat früher. Ich habe Amazon-Aktien. Ich sage oldschool. Ich habe Amazon-Aktien. Ich sage oldschool. Bimmel, danke dir für die 68. Vielen Dank für den Support. Danke dir, Mann. Danke dir. Oh, oh, guck mal. Nehme ich nochmal mit eins. Das klappt leider nie. Ich krieg das nicht hin. Ich muss mal die großen Streamer fragen, wie die immer die Prime-Subs baiten. Bei mir klappt das nie. Die können teilweise 50 Prime-Subs baiten mit so einem Satz. Aber bei mir klappt das nicht. Muss ich mal fragen, woran er liegt. Wahrscheinlich liegt es daran, ob man dafür irgendwie so 5000 Viewer braucht. Frankie AFK from PC. Ja, der macht schon lange nichts mehr, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die anderen Videos von dem nicht mehr geguckt. Aber die DZ-Videos von dem damals waren Premium. Ich habe auch von seinem Mate, diesem Jack Frex, habe ich auch immer gerne geguckt. So, ist das jetzt vorbei? Kann ich jetzt wieder raus? Sonst muss ich voll lange hier warten. Warum ist da ein rotes Shirt? Warum kriege ich das rote Shirt in meiner Vicinity? Und nicht den Ofen? Dachte, du bist ein großer Streamer? Nee, Quatsch, Alter. Ich bin auf jeden Fall kein großer Streamer. Ich bin Mittel. Aber auch nur, weil man sehr schnell Mittel ist. Ich war noch nie wirklich ein großer Streamer. Ich hatte zwar ab und an mal so Episoden, so ein paar Wochen, wo ich wirklich gute Viewer hatte, aber ja, das war immer nur kurz. Also ich habe die nie gehalten. Ich hatte die immer nur von den Hypes. Ganz am Anfang DZ-Hype und hinterher PUBG-Hype. Aber es ging immer schnell runter dann wieder. So ist es, wie das halt auch eigentlich normal ist. Oder oft. Was mache ich denn jetzt, Chat? Wie komme ich hier wieder raus? Wie lange? Trotzdem mögen wir dich, ja, ne? Wo ich nicht so groß bin, ey. Ihr seid echt toll. Okay, jetzt wieder raus. Ne, immer noch nicht. Scheiße, Alter. Was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt die ganze Zeit hier gammeln? Voll doof, ne? Ist auf so einer. Muss er so eine halbe Stunde jetzt warten. Voll kacke. Ja, ich warte auch. Ich habe gar keinen Bock, jetzt mit dem Gear zu erfrieren, aber es ist irgendwie nervig, dass das so lange dauert. Und das Ding ist, weil das DZ ist, kann ich jetzt nicht mal sagen, oh, ich gehe mal eben auf Klo oder ich fülle mal eben mein Wasser auf. Und dann kommt einer rein und bringt mich um. Scheiße, ich bin tot. Oder er ist tot. Fuck you, Bro. Toll, toll, super toll. Was? Was? What the fuck, stirb? Nein, ich wollte reingehen. Mach zu! Alter Falter, was haben denn die Zombies für HP? Alter. Noch nicht mal zwei AK-Headshots töten die. Rastet mal völlig weg hier. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr Muni für die AK, ist das Problem. Ja, ein bisschen habe ich noch. Ey, der Zombie hält mehr aus als der Mensch. Willkommen
Ich meine, okay, macht auch Sinn, ne? Machen die, tun die eigentlich immer. Aber Headshot sollte für mich immer One-Shot sein, oder? So funktionieren doch die, die Zombie-Laws eigentlich. Ja, ich weiß, dass ich noch krank bin, aber ich kann dagegen nichts machen, so. Hört leider nicht auf, wenn ich das weiß. Sonst wäre schön. Ich kann auch einen Standard-Mackler machen. Stimmt. Clemi, danke für den Sub an Muri. Vielen Dank, mein Freund, ey. Danke für den Support, Mann. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Stimmt, das kann ich noch alle leer machen hier, ne? Behalte ich das Mac mal? Ich behalte das mal for fun. Es ist aber alles Starnak, oder? Boah, ich kann das alles leer machen. Sauber. Oh, ich habe voll viel, theoretisch. Ey, ich habe nicht 762er drin. Das ist so eine AK-101. Die hat die 545er. Die AK-101 gab es früher auch in der Daisy Standalone. Das war meine Lieblings-AK. Weil die ein sehr nices Recoil hatte. Eins behalte ich mal so for fun. 40er Mac. So. Paradox. Danke dir für die 8 Monate, Mann. Vielen Dank für den Support. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Merci, Paradox. Clemi, danke für die 100 Bits. Toll, toll, super toll. Und Grusel Hubert, danke für 5 Subgifts. Vielen Dank. Vielen Dank für den Support, Leute. Danke euch. Und moin an die Leute. Okay, wann kann ich denn jetzt wieder raus? Komm, ich schau mal einmal. Oh, sieht nicht mehr so aus, ne? Doch, es schneit immer noch. Meine Güte. Ey, Chat, wie lange soll man denn jetzt hier warten? Durch die Scheiben sieht man das gar nicht, aber wenn man die Tür öffnet. Nachträglich zu Weihnachten. Ja, danke, Mann. Vielen Dank auf jeden Fall. Soll ich einfach mal laufen? Ich meine, wahrscheinlich werde ich dann erfrieren, ne? Oder so ein Scheiß. Komm, ich gehe einfach jetzt zu den Schüssen. Ich gehe jetzt einfach zu den anderen Schüssen, die da sind. Da. Ich glaube, ich mache das sogar so, dass ich die DayZ-Wots auf YouTube hochlade. Einfach nur for fun. Ich meine, es war jetzt nicht dann spannend, aber. Weil manchmal macht man ja auch nur was nebenbei, ne? Lass mal was nebenbei laufen, vielleicht dafür oder so. Was ist das? Ah, Bäume. Wobei ich die vielleicht so ein bisschen zusammenschneiden würde schon. Aber die Frage ist halt, was nimmt man raus? Weil ja eigentlich 90% nur rumlaufen ist, ne? Sogar mehr. War ich schon mal Athena 2? Was ist Athena 2? Meinst du dieses U-Boot? Habe ich von gehört, aber da war ich noch nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Nee.
Mini Base im Süden. Oh. Nee, stimmt. Das letzte Mal, als ich in den Süden gegangen bin, da war ich irgendwo hier. Hier, glaube ich. Aber da bin ich gestorben, weil einfach 10 Zombies um mich herum waren und 3 Wölfe. Und, ich dachte dann halt, ich werfe jetzt eine Nate da rein und töte so den Großteil, aber die Nate hat einfach nichts getötet. Also, kein einziger Zombie ist an der Nate gestorben, die ich den direkt vor die Füße geworfen habe. Das war voll dumm. Aber ja, da unten wollte ich eigentlich hin und wie gesagt, ich war, glaube ich, hier, da bin ich gestorben. Oder war ich hier? Ich glaube, ich war hier. Ich habe hier geangelt. Geangelt und Schnee getrunken. Oh, ich sehe gerade, ich brauche gleich wieder Wasser. Scheiße, ist das alles wieder frozen? Nee, die Sachen sind noch drenched. Okay, dann esse ich einfach das. Da ist auch was da drin. Ah, scheiße, ich muss das Messer wieder abmachen. Fuck! Machen wir mal einfach hier auf dem Feld. Was soll passieren? Ja, jetzt ist auch, glaube ich, nicht mehr der Schneesturm. Vorhin war es ein Schneesturm. Ich glaube, jetzt schneit es nur. Vielleicht sollte ich auch nicht so viel auf einmal trinken, wenn mir auch schlecht ist und so. Wie viel Pause muss ich dazwischen lassen jetzt? Das ist die Frage. Toll, toll, super toll. Bitte nicht kotzen, bitte nicht kotzen, bitte nicht kotzen. Epic Shit, danke für die 26, Mann, hatte man. Vielen, vielen Dank für den Support, danke dir. Danke, danke, danke. Ich weiß halt nicht, wie lange ich da zwischen Pause machen muss. Ich weiß nicht genau. Ich glaube einfach mal, dass das reicht und ich jetzt nicht brech. Noch verliere ich halt Leben, ich brauche immer noch mehr Wasser. Okay, jetzt verliere ich wenigstens keine Leben mehr. Okay, das soll erstmal reichen, oder? Okay, komm, wir gehen zu den Schüssen. Hey, Linkui, moin. Ich habe zumindest nicht mehr das Symbol, dass ich krank bin. Kann ich jetzt wieder essen, richtig? Hinlaufen und sterben. Ja, aber das ist halt Daisy, ne? Willst du jetzt die ganze Zeit von allem wegbleiben? Weil du Gier hast, dann ist sie auch stinklangweilig. Außerdem, vielleicht wird da gerade ein Bambi bedroht und wir können dem helfen. Vermutlich nicht hier, ne? Aber wo war das denn überhaupt? Das ist die Frage. Was kann denn da sein? Hey, sie bekehren. Moinsen.
die Sonne nervt. Schieß mal nochmal. Ja, das kam jetzt aber von irgendwo hinter mir, ne? Da ist ja wahrscheinlich nichts mehr. Leider springt der nicht hoch. Eine Base. Wisst ihr, bevor ich immer Bedenken habe in DayZ auf so Servern, wenn die Leute Base-Building machen, dass hinterher überall, wo man irgendwie Loot finden kann, als Bambi eine Base steht in der Nähe. Und dass so egal, wo du bist, einfach da immer ein Squad ist, der übelst Gear hat und so. Und du dann gar nichts mehr geschissen bekommst. Ich höre fließendes Wasser. Very nice. Nee, Trader mag ich auch nicht, aber ich meine jetzt nicht mal unbedingt Trader. Ich meine einfach nur, wenn überall an jeder Ecke nachher immer im Mindestabstand eine Base steht, dann schaffst du es, wenn du dann da irgendwie, wie ich Lone Wolf zockst, ja irgendwann gar nicht mehr, ne? Ey, Vegas, moin übrigens. Vergesse ich immer zu sagen, oder? Habe ich das schon? I don't know. Ich sag's einfach nochmal. Okay, können wir Schnee mit unserer Flasche einsammeln? Das wäre cool. Es geht. Was war das? Hä, da war gerade irgendwas und das ist wegge... Hm. Ah ja, Phil. Schöner Wassersound. Trommelnder Wassersound. Ich weiß, dass mir kalt wird beim Trinken. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aber einfach halt an einem Feuer trinken, dann geht's. Dann haben wir uns Feuerstellen dabei. Und dann ist eigentlich kein Problem. Mir ist ja hier eh schon kalt, wenn ich über den... Oder vielleicht liegt das auch daran, dass das kalt wird, weil ich das hier... Ist das vielleicht besser, wenn er den Rucksack packt? Weil vielleicht, weil die Flaschen hier auch kalt sind. Aber wir machen jetzt erstmal ein Feuer. Und dann, wir müssen auch was trinken jetzt wieder, auf jeden Fall. Ich nehme mal ganz viel von der Rinde. Also Rinde alleine kann ich auch anzünden. Wo ist sie denn eigentlich? Denkst du, ich würde die sehen? Ja, komm, wir machen das einfach mit einem Rack, ist ja egal. Sonst sterbe ich hier so oder so. Na 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 na. Ba ba da ba 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 da da ba.
Warte, ist da gerade irgendwas kaputt gegangen? War da nicht mehr drin? So, jetzt haben wir 60 Grad warmes Wasser. Das sollte doch schön sein. Müssen wir erstmal ein bisschen wieder genesen hier. Jetzt kann ich mir das wieder reinschaufeln, ne? Weil jetzt bin ich nicht mehr krank. Hoffe ich mal. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder kotze. Und mir wird auch hoffentlich schön warm mit dem Wasser. Sollte eigentlich. Guck mal, Heatpack habe ich sogar noch. Weil mein Heatpack ist damp. Warum? Auf geht's. Zum Glück dauert das nicht so lange. Wir haben auch schon 80 Grad heiße Pepsi getrunken. Einfach so runter. Kein Problem. Komm, wir füllen das erstmal wieder mit Schnee auf. Dann ist ein Survival-Simulator hier. Ein schöner. Alter, ich wollte gerade sagen, da war mein Trinken aber gerade wieder gelb, ne? Frozen Ice, about 40 Grad. Nein! Was ist passiert? Geht langsam kaputt. Damage. Oh, Leute, ich muss das irgendwie anders aufwärmen, als das immer da rein zu tun. Kann man das auch anders aufwärmen? Kennen wir alle das 50 Grad heiße Eis. Daneben geht auch. Ich dachte, daneben ging nicht. Haben wir das nicht mal getestet und das ging und ging nicht, ey? So voll lange Zeit. Oder geht das so einfach schneller? Da, da, da. Oh, warte, hier, die Quast. Damit können wir das jetzt nochmal testen. Hey, Snoopy. Ja, irgendwie, wenn man die daneben haut, dauert das aber sehr lange. Oder geht das dann gar nicht? Ganz kurz nur. Wobei, die kann ruhig kaputt gehen. Das Ding ist, das ist uns bei den Dosen egal, aber die wird dann wärmer. Und das ist wiederum ein Plus. Quasimodo. Haben wir die Krankheit doch auch gut überstanden. Kriegt man auch wieder diese Anzeige, dass der Magen gefüllt ist? Wenn man jetzt nicht krank ist und bevor man kotzt. Habt ihr das auch gehört? Fuck. Ist das von mir? War das von mir? Oh, warte mal, da ist eine Base. Oh, ich bin direkt neben einer Base.
Upsala. Moment, das kann sogar die Hütte gewesen sein, bei der ich letzte Mal war. Wo ich mir die Angelrute besorgt habe von. Aber das Feuer sieht man nicht. Guck mal, das sieht man kaum. Ne? Wir wissen, wo das ist und man sieht das kaum. Der Eremit, der hier lebt, ey. Mit dem könnte ich mich ja anfreunden. Weil ich laufe hier einfach öfter mal lang. Kann ich sagen, komm, ich bringe auch frische Sachen mit, immer jedes Mal, wenn ich hier vorbeigehe. Dann könnte ich mich anfreunden. Der spielt bestimmt da alleine in so einer kleinen Hütte. Und der ist bestimmt gechillt drauf, oder? Weiß ich nicht, weil so am Berg, Leute, die so am Berg wohnen, sind bestimmt gechillt einfach. Toll, toll, super toll. Oh scheiße, ich lauf falsch. Schön toll. Muss ein bisschen nach da, ne? Da müssen wir hin. Lumpitz, danke für die 13. Vielen Dank für den Support, mein Freund. Danke, Mann. Danke, 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 danke. Weil ich will mal nach hier unten. Einfach nur so, weil ich da noch nie war. Keine Ahnung, ob da was ist, aber. Mal gucken. Sei denn, man klaut ihnen die Angel. Ja, das habe ich gemacht, gebe ich zu. Aber da war die Hütte auch nicht fertig gebaut. Das war aus wie eine Ruine. Ich wusste nicht, dass da einer lebt. Ich dachte, das wäre einfach nur so übrig geblieben noch vor einer Zeit. Lange vor meiner Ankunft, weißt du? Ich habe mir wirklich nichts Böses dabei gedacht. Da wollte ich wirklich gar nichts Böses. Alter, sag mal, warum laufe ich denn in, obwohl ich in dieselbe Richtung laufe, falsch? So, wie geht das? Wie geht das, dass ich jetzt wieder falsch gelaufen bin? Wie ist das möglich? Habe ich meine Richtung überhaupt gewechselt, ey? So. Da laufen wir jetzt hin, bis wir den Weg sehen und dann laufen wir rechts. Ich will nur nicht über den Berg laufen, weil es ist bestimmt kalt. Hier ist bestimmt kälter, Leute. Krieg ich auch bestimmt nasse Schuhe jedes Mal, ne? Lass mich raten, ey. Die siehst bestimmt richtig abfuck, so. Vielleicht krieg ich direkt nasse Schuhe. Dann krieg ich direkt irgendeine neue Krankheit, die man mit nassen Füßen in DayZ kriegt. Da musst du dann 6-mal Antibiotika essen pro Minute. Noch nicht. Ich will ein bisschen am Berg bleiben. Vielleicht will ich nicht über den Weg laufen direkt. Ich glaube, das hier ist dieses eine Militärding, wo ich mal war, ne? Letzten Stream. Müsste das sein. Da war ungelootet, als ich da war.
Das Problem war, irgendwann kamen da Wölfe. Also, keine Ahnung, kann sein, dass hier immer Wölfe spawnen. Wenn ihr immer, also wenn das so ist, wenn ihr immer Wölfe spawnen, dann muss ich auf jeden Fall richtig aufpassen gleich, weil Wölfe sind echt mega mies. Vor allen Dingen, wenn die mit 10 Zombies gleichzeitig kommen. Und eine Granate, die nicht tötet. Ja doch, das müsste das sein. Da ist schon ein Zombie. Kann ich hier durch oder bin ich dafür zu fett? Dafür bin ich zu fett, leider. Boah, nee, der Zombie ist da genau am Eingang. Ich habe keinen Bock auf Zombie-Aggro, also... So, einmal überlegen, was wir machen. Wie durchrollen, das geht? Nee. Kann ich hier drüber springen? Hier ist nicht so hoch. Wir machen das folgendermaßen. Ich mache das einfach mal mit dem Bajonett. Ich will mal auch wissen, wie stark das Bajonett ist. Nicht so stark anscheinend. Ich kann das auch nicht auf seinen Kopf aimen. Der haut das Ding immer nach unten. Aber immerhin kann er dann nicht angreifen. Okay, dauert jetzt wahrscheinlich nur 5 Jahre. Jetzt habe ich den nicht mal gehittet. Okay, der Hit, der hat einfach nicht... Den wollte er einfach nicht berechnen, der Server so. Hat er einfach keinen Bock drauf. Ja, jetzt hittet er mich von... Okay. Ja, alles klar, Daisy. Ja, fuck you. Mann. Ich kann nicht mehr schießen. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mehr schießen. Ich hänge irgendwo fest. Mann, fuck. Ey, dieses Drecks-Game, Alter. Wie kann das denn immer noch sowas passieren? Nach 6000 Jahren. Nach 6000 Jahren passiert sowas immer noch. Ich war so gegiert, ne? Wegen einem scheiß Zombie, Alter. Ich weiß nicht, wie wäre ich auch wach? Irgendwie verliere ich keine Leben. Doch. Oh, ich bin am Arsch. Okay, ich hau jetzt erstmal direkt ab. Oh mein Gott, Alter. Guckt euch diesen Scheiß an. Boah, was ein Bullshit, Alter. Alter Falter. Was eine Rotze. Ich konnte nicht schießen. Der haut mich da irgendwo, als wäre ich in dem Baum drin. Rotze. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich sogar noch ohnmächtig. Wartet mal. Ich sage euch, ich sterbe jetzt noch. Ich werde jetzt gleich wieder ohnmächtig und sterbe. Durch Blutverlust. Nice. Oh. Meine Füße. Was ein Bullshit. Was ein heftiger Reinschiss, ey. Und jetzt kommen die Wölfe. Ey, ich konnte nicht aimen, nicht schießen. Okay, Chat. Folgendes. Danke euch fürs Zuschauen. Ich raid aber jetzt die Pia. Die Pia macht einen Dungeons & Dragons Pen & Paper Charity Stream mit ihren Mädels. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Sache und bestimmt auch ganz witzig so. Falls ihr euch mit Pen & Paper auskennt oder nicht, dann könnt ihr ja mal reinschauen. Ich raide die Pipi mal.